Servus, liebe Wander-, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute wieder mal im Wald oder immer noch im Lager. Wunderbares Wetter heute, schön kalt, ein kleines Feuer brennt noch. Ja, und ich wollte mal wieder einen Teil machen über das, was ich mir, also ein Outdoor-Artikel oder Bushcraft-Artikel, Gear, was ich mir wieder kaufen würde. Bleibt's dran! Tja, das ist auch schnell erklärt. Und zwar ist es diesmal dieses kleine Blasrohr hier. Zack, sieht aus wie eine Autoantenne von früher. Wunderbare Geschichte. Falsch rum. Reingepustet. Und das Feuer geht ab wie der Bär. Es ist einfach ein super geiles kleines Gimmick hier. Passt in jede Hosentasche, in jedes Tool, EDC etc. Und glaubt mir, Leute, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass dieses kleine Tool hier wirklich Leben retten kann. Das ist vielleicht übertrieben, aber es macht unheimlich viel aus, wenn man diesen Teil da ins Feuer reinpustet, in die Glut reinpustet und das leicht feuchte Holz dann eben nochmal richtig Gas gibt zum Brennen. Bei Minusgraden ist das wirklich eine super Sache und hat mir schon viele warme, lange warme Abende beschaffen bei minus, was weiß ich, 5, 7 Grad oder sonstiges. Top Sache. Deswegen würde ich diesen kleinen Artikel hier, Link ist in der Beschreibung unten drin, auf jeden Fall wieder kaufen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, bleibt es einfach mir treu und mich freuen. Gerade in dieser Zeit hier, man kommt nicht allzu viel raus und ich bin froh, dass ich es heute machen kann. Also dann bis zum nächsten Mal hier draußen in der Natur. Macht es gut. Servus, ciao.